Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map ohne Gräben, Version 1.3. Wir haben heute Morgen Schnaps, Obstler und Korn zu Lidl und zu Aldi gebracht. Das, wir sehen die Gelduhr um Hochzählen. Das läuft, das läuft, das läuft. Wunderschön. Es wird immer mehr. Das ist ganz toll. Und, kümmern wir uns mal ein bisschen weiter um die Produktionen, die wir hier haben. Weil das ist doch alles ein bisschen viel, was wir hier auch an Sachen rumliegen haben. Und das muss ja nicht. Können wir ja mal ein bisschen aufräumen. Oder? Wie seht ihr das? Na, weil hier habe ich auch noch Pellets rumstehen und ich habe eigentlich auch noch ganz viel, ganz viel andere Sachen rumstehen. Ich stammel mir hier was zurecht. Nicht schön. Wobei, so viel Pellets habe ich hier gar nicht mehr rumstehen. Da habe ich euch angelogen. Nee. Pellets sind hier gar nicht mehr viel. Ah, Paletten. Jede Menge Paletten. Aber Leerpaletten. Ja, die kann ich zumindest da erstmal wegräumen. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, wo ich jetzt gerade Leerpaletten noch wirklich im großen Stil brauche. Aber hier rumstehen müssen sie ja auch nicht. Daher kann ich ja hier erstmal aufräumen. Und da hier wegholen. Guckt, Pellets werden auch weiter schön produziert. Also fehlt denn da eine? Was auch immer das soll. Egal. Ich lasse das jetzt mal mit meiner Produktion hier. Jetzt mache ist, ich liefere hier erstmal ein paar Paletten hin. So, dann kann da nämlich erstmal wieder wie so ein Wilder produziert werden. Und ich hole jetzt mir erstmal hier Gemüse und Obst raus. Wir wollen nämlich auch den Hofladen wieder mal ein bisschen bestücken. Ja. Und wir holen uns jetzt mal die IT-Runner-Plattformen hier ab, die wir hier beim Obst stehen haben. Machen die leer. Dafür haben wir sie ja. Haken schon mal ausklappen. Ich will keine angefangenen Paletten da mehr bei haben. Aber ich möchte schon mit der Kollision doof. Es funktioniert aber doch klasse mit diesen IT-Runner-Paletten. Da fahren wir jetzt mal direkt hier neben. Müssten also direkt in den Autoload-Trigger fahren. Und dann müssten die ja automatisch eigentlich überladen werden. Wunderbar! Es läuft wie geplant. Das ist nicht schön. Erstmal aus. Wir können dann ja auch noch rangieren.
war etwas dicht dran. Schade. Wieder etwas dicht dran. Das war sowieso zu dicht dran. Ganz klar, das war jetzt natürlich meine eigene Doofheit. Och Mann, ey. Leute. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Doch, kann so schwer sein. Problem, wenn ich jetzt Autoload aktiviere, befürchte ich, ist die angefangene Palette da direkt drauf. Und das will ich ja nicht. Ah, ich tue mich hier einfach nur ein bisschen schwer mit dem Rangieren. Das müssen wir jetzt einfach mal eben ändern. So, das ist perfekt. Ich muss nur eben gucken. Arbeitsmodus einschalten. Machen wir. So. Ja, das darf jetzt natürlich nicht bei jeder Palette so lange dauern. Dann sind wir übermorgen noch dabei. Brauche ich hier aber nicht. Dafür brauche ich nicht fahren für eine Palette. Das kann ich ja auch da lassen. Aber da hinten. Da ist richtig was drauf. Was drauf ist, auch cool gesagt. Ja, aber es ist zumindest was drauf. So. Wir schauen mal, das kriegen wir eh nicht alles auf einen drauf. Wollten wir jetzt? Achso, ich wollte hier hinten Autoload aktivieren. Den hinteren Trailer. Sind hier drei Zugmaschinen nebeneinander. Auch schön, ne?
Und Rotkohl. Da hinten steht auch noch was. Muss ich auch noch mitnehmen. Das holen wir noch mal eben schnell mit dem hier. Hier stehen auch noch Blumenkohl. Ja, 3,8 Millionen haben wir wieder. Das ist ja wunderbar. Hier Tomaten, Rotkohl, Blumenkohl, was haben wir denn noch? Achso, das habe ich ja gar nicht mitgenommen. Ja, egal. Gucken wir gleich mal, was wir damit machen. Ob wir es verkaufen oder ob wir es erst einlagern oder ob ich es zum Hofladen bringen. Brauche eigentlich keine Geldkassetten. Wofür? Im Moment brauche ich keine. Der Hofladen, der verkauft so langsam. Den haben wir. Und den stellen wir wieder hier schön ab. Jetzt gucken wir mal. Zum Backwaren Blumenkohl bei Lidl, Rotkohl bei Edeka. Ah ja, klar, ne? Tomaten. Oh, Tomaten, Junge. Seht ihr Tomaten? Ich sehe keine Tomaten. Tomaten bei Aldi. Ja, ey. Machen wir dann. Wir fahren jetzt zu Lidl, oder ich fahre Richtung Lager. War denn irgendwas richtig gut? Blumenkohl bei Lidl. Ja, das jetzt raussortieren. Auch müßig. Na, wir fahren erstmal. Wobei von hier habe ich ja zum Lager, müsste ich einen Überführungskurs haben. Holz, Pellets, Lager. Überführungskurs. Haben wir den letzten Wegpunkt aktiviert. Na bitte, das geht doch. So, was müssen wir denn noch machen? Wir müssen Diesel mal zum Hafen bringen. Das heißt, ich gehe mal Richtung Hof und guck mal, dass wir irgendwo mein Dieselfass stehen haben. Da steht es doch noch zwischen. Und dann, was nehmen wir? Nehmen wir den Fendt. Frag mich nicht warum, ist mir heute so nah. Schweine wollte ich kaufen.
Aber erstmal müssen wir dafür Schweinefutter haben. Das wird produziert hier am Hof. Ja, keine Frage. Und wir fahren jetzt mal Richtung Dieselfabrik und holen mal ein bisschen Diesel für die Kutter. Ne? Wir brauchen ja auch ein bisschen Sprit, ne? Was lag da denn gerade? Lag da noch ein Ballen oder wo bin ich gerade dran vorbeigefahren? Habe ich jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet. Asche auf mein Haupt. 3,8 Millionen haben wir. Wollen wir Felder kaufen? Felder, Felder, Felder. Können wir gleich mal gucken, welche Felder denn für uns günstig wären? Von der Bepflanzung her. Können dann dementsprechend, also von der Lage her und von der Bepflanzung, muss ich ja so sagen. Und dann können wir dementsprechend uns mal so ein bisschen was kaufen vielleicht, wenn da was Interessantes bei ist. So, wo ist meine... schon beim Lager angekommen? Sehe ihn gerade gar nicht. Naja, egal. Wird sich schon gleich melden. So, wir fahren mal hier rum. Mit Schlauch. Yeah, schön. Können wir mal ausmachen. Mal gucken. Ist auch schon wieder voll. TGS Landei hat durchdrehende Reifen. Das machen wir noch eben zusammen. Ja, nee, klar. Abfahrer entlassen. Weg, weg. Ja, das war jetzt wieder klar. Mann, 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 so. Ich komme ja nicht rein, ich bin zu doof. So, jetzt habe ich mir gerade wieder nicht gemerkt, wo denn hier mein Obst und Gemüse reinkam. Hier vorne war es nicht, ne? Hier war Quark, Milch, Butter, Joghurt. Bierfass, Obst, Korn. Das waren die Kühlhäuser. Das war
gefühlt. Das waren Kartoffeln. Ja, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Ich muss mir mal die Übersicht hier hinlegen. Ich habe so eine Übersicht. Die habe ich mal beim Fade auf der Seite runtergeladen. Wo man genau sehen kann, was wo gelagert wird. Und ich meine jetzt... ja, hier ist es genau richtig. Erstmal eingelagert. Gibt's für irgendwas richtig Kohle? Pommes bei Aldi. Aldi, Pommes haben wir hier. Chips bei Aldi. Speiseöl bei Aldi. Obst bei Aldi. Ja, wir können ja mal vorne reinfahren und gucken, was wir denn spawnen können davon. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar, dann lasst mir ein Like, abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen am Sonntag auch wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!